Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Heute ist Sonntag und sonntags sind eigentlich für uns Tage, die wir als Familie sehr, sehr gerne zusammen verbringen. Sonntags gehen wir morgens immer in einen Online-Gottesdienst. Unsere Gemeinde ist seit Covid eine Online-Gemeinde geworden. Und dadurch haben wir keinen Gemeinderaum, wo wir uns treffen, sondern wir treffen uns immer dann per Zoom und haben dann dort in Gemeinschaft online. Und das finde ich ganz gut. Für mich ist vor allem dieser Austausch mit anderen Leuten, die den gleichen Glauben wie ich teile, dann zu haben und einfach mal zusammen zu beten, zusammen Wort zu lesen, Input zu bekommen, das finde ich ganz gut. Das gibt meine Woche so eine gewisse Struktur. Und vor allem, das ist ja auch mein Fundament. Das ist das, was mich motiviert. Das ist das, wo ich meine Kraft herschöpfe. Und deshalb finde ich das schon wichtig, daran teilzunehmen. Es gibt auch andere Programme unter der Woche, aber es ist oft einfach schwierig, das aus zeitlichen Gründen halt teilzunehmen. Und deshalb, wenn ich sonntags zu Hause bin, ja, dann nehmen wir halt teil vormittags im Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst machen wir immer was mit den Kindern zusammen. Die machen vorher eine kurze Mittagspause, Mittagsschlaf eher. Und dann gehen wir wieder auf den Spielplatz oder wir gehen halt in die Natur. Und heute sind wir Erdbeerpflücken gegangen. Es ist Erdbeerzeit und das ist eigentlich das erste Mal, dass wir als Familie Erdbeerpflücken gegangen sind mit den beiden Kindern. Und es war wirklich sehr, sehr lustig. Nur mit kleinen Kindern haben wir echt jetzt gesehen, dass wenn man so Aktivitäten plant, also ein Erdbeerpflücken, habe ich mir gedacht, okay, damit kann man die Kinder mindestens 2 Stunden beschäftigen. Ja, wir sind angekommen. Mein 3-jähriger Sohn hat schon ein bisschen verstanden, okay, Erdbeerpflücken, gut. Er hatte seinen Korb genommen, ist losgemarschiert, hat das eigentlich ganz gut gemacht. Und der Kleine hat, also mein 1,5-jähriger Sohn, für ihn war das eigentlich okay. Er sah Erdbeer, das Erste, was er tat, war einfach so Erdbeer zu nehmen und den Mund zu tun. Das tat er die ganze Zeit, er war nur am Essen. Und so nach 20 Minuten hatten die auch keine Lust mehr. Die haben einfach nicht mehr weiter gepflückt, die haben nicht mehr mitgemacht. Die waren dann so quengelig, haben sich im Kreis gedreht, sind weggerannt, haben mit dem Sand geworfen. Der Jüngere ist dann durch das Feld marschiert und da haben wir gedacht, okay, es ist Zeit wieder wegzufahren. Dieses Programmpunkt ist sehr kurz, aber und das ist uns schon so oft passiert, dass man halt was plant, wo man denkt, okay, da bleibt man bestimmt ein paar Stunden, da kann man bestimmt die Kinder auspowern. Ja, und dann nach einer halben Stunde merken wir, die Kinder wollen nicht mehr und die machen nicht so, wie wir das gedacht haben. Aber das gehört halt dazu. Jetzt schlafen die beide schon und Kai ruht sich aus. Es ist auch alles sehr anstrengend für ihn. Und ja, jetzt habe ich ein bisschen die Wohnung aufgeräumt, pack gleich die Taschen und morgen ist auch schon Montag und dann gehe ich gleich ins Bett. Und ja, mal gucken, was diese neue Woche dann, was auf mich in dieser neue Woche wartet. Unter der Woche stehe ich zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr auf. Da es noch ziemlich früh ist, wenn ich das Haus verlasse und ich nicht so früh morgens was essen kann, nehme ich mein Frühstück meistens mit. Ich esse eigentlich morgens meistens immer das Gleiche, entweder Haferflocken mit Früchten, so wie heute, oder Joghurt mit Müsli und Früchten. Und wenn ich dann das nicht schaffe, mir das dann mitzunehmen, hole ich mir dann beim Bäcker ein belegtes Brötchen. Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist mir schon sehr wichtig, gerade jetzt auch seit meinem Berufseinstieg, weil ich einfach merke, dass mein Körper wirklich Energie braucht und wirklich die Nährstoffe braucht. Und wenn ich dann nicht die richtigen Sachen esse, das spiegelt sich dann wieder in meinem Energielevel, das spiegelt sich an meiner Haut, an meiner Stimmung. Und dementsprechend möchte ich gerne schon fit bleiben. Und da ich sowieso nicht so viel Zeit habe, um Sport zu machen, dann achte ich schon, dass ich dann wirklich ausgewogen und ausgeglichen esse. In den letzten Wochen höre ich mir christliche Affirmationen an, auf dem Weg zur Arbeit. Diese Affirmationen helfen mir, motiviert zu bleiben. Die helfen mir, die richtige Einstellung zu haben im Hinblick auf die Arbeit. Denn das erste Jahr als Ärztin ist sehr, sehr herausfordernd.
Und wenn ich diese Worte höre, bleibe ich positiv und motiviert. Morgen! Heute ist Dienstag und es ist gerade 5.45 Uhr und ja, ich bin sehr müde noch und ich fühle mich irgendwie krank. Also ich fühle mich so, mein Hals ist kratzig, aber ich habe jetzt kein Fieber oder Schnupfen, nur ich fühle mich einfach so, dass meine Stimme gereizt ist. Ja, ich mache mir jetzt einen Tee und vielleicht mache ich mir ein bisschen Frühstück, aber ich glaube, ich hole mir heute unterwegs was. Ich möchte echt die halbe Stunde, die ich noch habe, bevor ich los muss, möchte ich erstmal noch so entspannen und was lesen. Deshalb glaube ich, mag ich das jetzt nicht. Ich gehe jetzt einfach gleich ja, Tee trinken und dann packe ich mich dann langsam auf den Weg. Diese Woche arbeite ich durchgehend im Tagdienst, das heißt, ich habe diese Woche keinen Nachtdienst. Auf der einen Seite finde ich das ganz gut, weil ich dann wieder eine Routine mit meinen Kindern einbauen kann. Aber auf der anderen Seite ist das wirklich anstrengend für meinen Körper, weil ich ja morgens immer dann so früh aufstehen muss und auch spät ins Bett gehe, da ich halt spät Feierabend auch mache. Und dementsprechend bin ich dann wirklich am Ende der Woche sehr, sehr erschöpft. Heute ist Freitag und ich hatte jetzt vor knapp 2 Stunden Feierabend gehabt. Ich bin erkältet und bin eigentlich sehr froh, dass es jetzt Wochenende ist. Ich muss das Wochenende nicht arbeiten. Das ist sehr, sehr schön, weil ich dann einfach mit meiner Familie was machen kann. Wir sind gerade mit den Kindern in einem botanischen Garten und gehen ein bisschen spazieren und lassen einfach so den Abend langsam so ausklingen und ja, ich freue mich voll. Ich habe nämlich die letzten 2 oder sogar 3 Wochenenden gearbeitet und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich jetzt dieses Wochenende zu Hause bin und ja, keinen Nachtdienst habe und auch keinen Tagdienst habe. Ja. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!